So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, nämlich Vampire the Masquerade The Final Night. Ja, das ist ein neues Nebenprojekt von mir. Anbei, und zwar Ballerborg ist jetzt offiziell abgebrochen. Oder besser gesagt, erstmal vorläufig. Ganz einfach der Grund, weil das Spiel ist bei mir so verbuggt einfach und stürzt bei mir auch immer zu ab, wenn ich Threads starten will. Und deshalb ist es erstmal vorerst abgebrochen. So, wir starten ein neues Spiel. Gut. Ich würde jetzt auch wir haben jetzt erst einmal 7 neue Clans und ganz einfach, ich würde jetzt erst einmal ein bisschen was zu den Clans erzählen und so weiter. Ja. Wenn mich die Ladeleiste denn lässt, voraussichtlich. Gut. Wir können jetzt hier, wie gewohnt, direkt zu den Charaktereigenschaften gehen. Oder wir können noch was hier über die Clans lernen. Kann ich ja mal kurz zeigen. So, gut. Dann drücke ich jetzt mal die 1. Und, okay, ich habe den, und zwar die Version 1.1 drauf. Und als erstes haben wir hier Atamide. So, gut. Das sind eigentlich die Fakten ungefähr, die hier schon im Text drin stehen. Die habe ich mir jetzt eigentlich so gut es geht übersetzt. Und was ich euch jetzt vorlese und... Ja, also ich muss zugeben, ich hab den Text größtenteils bei Google eingegeben. Und ja, das gebe ich wirklich offen und ehrlich zu. So. Atamite. Sie kommen aus dem Mittleren Osten. Sind als gefährliche Assassinen und Diableristen angesehen. Aber in Wahrheit sind sie Krieger, Beschützer und Gelehrte. Halt, in Englisch war das Skolar genannt. Hier, Skolars. Sie blicken dem Dschihad feindselig gegenüber. Sind selbstständig und unabhängig. Und das älteste Clanmitglied heißt Ul-Shukri. So, weiter geht's. Bali, das ist der Parallelclan der Tremere. Sie kommen aus Mesopotamien. Das liegt, ja, in Vorderasien, Indien und China. Sie sind Teufelsanbeter und über die Jahrhunderte so gut wie ausgerottet, intelligent, angetrieben und gefühllos. So, Followers of Set. Sie stammen vom dunklen Gott Set ab, wollen den Garten Eden erschaffen, Dschihad vermeiden, und setzen auf die Förderung ihrer Götter, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. So, Ishtari. Ishtari ist der Parallelclan von Toreador. Sie kommen aus Babylonien. Babylonien liegt an der Grenze zwischen Irak und Iran. Beim Persischen Golf. Wie es interessiert. So. Sie stammen vom babylonischen Gott Ishtar, daher auch der Name Ishtari. Durch Manipulation und Diplomatie haben sie sich in der Laibon-Kultur hochgearbeitet. Sie sind spezialisiert, um an Informationen zu kommen, betrachten Spotten als eine wesentliche Freizeitbeschäftigung. Also Spotten ist für die eigentlich selbstverständlich. Gut. Mehr Kontakte. Sie haben mehr Kontakte, als sie eigentlich brauchen. Okay, nächster Clan. Osebo. Osebo ist der Parallelclan der Bruha. Sie sind Krieger der Laibon. Stammen aus der West-Ashanti-Legende. Es ist ein sehr stolzer Clan. Abhängig von anderen Clans. Und sie können sehr gut das Beast unterdrücken. Sie sind sehr, begabteren Vertrauen anderer Personen zu gewinnen, aber sie sind auch Mörder und Kidnapper.
Und sie rasten sehr schnell aus. Steht hier alles drin. So. Salubri. Kleinen Moment. Gut. Die sind eigentlich weniger bekannt, kann man so sagen. Sie sind geächtet, vom Aussterben bedroht und also sie sind sehr feindselig gegenüber der Trimäre und erzählen auch sehr viel Taram Taram und haben ihren Entdecker Saulot diabariert. Das waren Trimäre. So. Sie, die Samedi, kleinen Augenblick. Die Samedi, das ist der Parallelclan der Nosferatu. Sie haben eine relativ kurze, aber kuriose Geschichte. Sie kommen aus der Karibik. Wie man schon sehen kann, ähneln sie einem Zombie oder einer Leiche. Wie man sehen kann, sind sie entstellt. Entschuldigung. Und der Körper ist im ständigen Zustand des Verfalls. Der Tod klammert sich an sie, wo immer sie durchstreifen. Soziale Interaktionen scheitern ebenso wie Versuche, in die Gesellschaft der Sterblichen zu integrieren. Gut, das soll's von mir, von der Clan-Vorstellung, von der 1, 2, 3, von der Clan-Vorstellung gewesen sein. Ich kann euch auch mal ganz gerne die Damen im Bunde zeigen. Okay, der hat nur männlich. Bali hat auch nur männlich. Followers Offset. Das ist die Dame im Bunde. Wo war ich denn jetzt? Ishtari. Ishtari, das ist, ja, man kann eigentlich so sagen, die haben eigentlich die Disziplin ein bisschen abgeändert in dem Final Nights Mod. Die Charaktere vom Aussehen her ein bisschen verändert. Aber ansonsten hat sich eigentlich nichts weiter verändert. So, Samedi. Samedi hat auch keine Dame. Ja, gut, dann. Also, wie sah es denn jetzt aus mit den Osebo? Krieger der Laibon. Sie sind Mörder und Kidnapper. Haben wir da eine Dame im Bunde? Ja, gut. Ja, also dann jetzt ganz im Groben und Ganzen gesagt, würde ich dann hier die Dame vom Osebo nehmen. Also der Bruha-Parallelclan. Eine Geschichte ist jetzt nicht so meins. Wir können ja mal hier gucken. Das ist irgendwie Woman's Gym Instructor. And the one, two, three, now lift your legs, girls. Working with part-time on the weekends was perfect. You got some spare cash and your heart rate up. And now to think of it, maybe that's what attracted him to me. Swap the priority and of your attributes to social, physical, mental. Ach, ja, mein Gott. Das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei für mich, also lasse ich die Geschichte einfach weg. Boom. So. Okay. Ich muss mich jetzt erstmal hier wieder zurechtfinden. Das war Körperkraft, Geschick und, warte mal, Handgemenge. Das war, glaube ich, Handgemenge. So. Talente, das war Nahkampf. Was brauche ich denn für Hacken? Computer und Intelligenz. Na, dann mache ich doch das erstmal rein. Moment, ich mache mal ein kurzes Cut. So, da bin ich wieder. Okay, was haben wir denn noch offen? Hacken. Verteidigung, da mache ich mal was rein. Okay, das wird dann hier Dodge, das wird Ausweichen sein. Handgemenge, Ausweichen, Einschüchtern und Verführung. Da mache ich mal in Ausweichen was rein. Handgemenge kann man ja auch mal machen. Da mache ich was rein. Gut, Sicherheit und Schleichen.
Gut, da oben habe ich auch noch was. Also mache ich da oben was rein. Okay, gut. Wir haben Ausbacks. Blutbuff, also Bluterhöhung. Blutheilung ist neu dazugekommen. Blutheilung kriegst du auch, wenn du jetzt einen Patch drin hast, zum Beispiel. Ich weiß gar nicht welcher. Stärke und Geschwindigkeit. Celerity heißt Geschwindigkeit. So, jetzt muss ich mir noch einen Namen aussuchen. Ich würde eher weniger Crazy Track 1992 nehmen. Ach Gott, jetzt geht das wieder los. Namen ausdenken. Was nehme ich denn jetzt? Ja, so. Ich mach's jetzt mal allgemein. Lara Croft. Gut. Dann würde ich sagen, genießt das Intro. Ach so, ich habe noch gar keine Disziplinen ausgewählt. Dann würde ich gerne Potenz nehmen. Gut. Genießt das Intro und ich halte jetzt erstmal die Schnauze. Viel Spaß. Good evening. My fellow kindred, my apologies for disrupting any business or interfering with prior engagements you may have had this evening. It's unfortunate that the affair that gathers us together tonight is a troubling one. We are here because the laws that bind our society, the laws that are the fabric of our existence, have been broken. As prince, I am within my rights to grant or deny the kindred of this city the privilege of siring. Many of you have come to me seeking permission, and I have endorsed some of these requests. However, the accused that sits before you tonight was not refused permission. Indeed, my permission was never sought at all. They were caught shortly after the embrace of this child. It pains me to announce the sentence, as up to tonight I considered the accused a loyal and upstanding member of our organization. But as some of you may know, the penalty for this transgression is death. Know that I am no more adjudicator than I am a servant to the law that governs us all. Let tonight's proceedings serve as a reminder to our community that we must adhere to the code that binds our society, lest we endanger all of our blood. Forgive me. Let the penalty commence. Which leads to the fate of the ill-begotten progeny. Without a sire, most child are doomed to walk the earth never knowing their place, their responsibility, and most importantly, the laws they must obey. Therefore, I have decided that... This is bullshit! If Mr. Rodriguez would let me finish, I have decided to let this kindred live.
They shall be instructed in the ways of our kind and be granted the same rights. Let no one say I am unsympathetic to the plights and causes of this community. I thank you all for attending these proceedings, and I hope their significance is not lost. Good evening. Your sire, tragic, my apologies. But you see, there is a strict code of conduct that all of us must adhere to if we wish to survive. When anyone breaks these laws, they undermine the well-worn fabric of our centuries-old society. Understand my predicament. Allowing you to live makes me directly responsible for your subsequent behavior. So, what I'm offering is not generosity, but the opportunity to transcend the fate woven by your sire. This is your trial. You will be brought to Santa Monica. There you will meet an agent by the name of Mercurio. He will provide the details of your labor. I've shown you great clemency. Prove it was more than a wasted gesture, fledgling. Don't come back until you do. Good evening.